Was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanzstiffer natürlich mal wieder und heute ein ganz besonderer Gast. Das heißt, jedes Mal das Gleiche. Ich bin hier natürlich zu Gast. Wir sind hier in Messendorf und ja, den lieben Jakob Janscher, den habe ich vor die Linse bekommen. Danke auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview. Und ja, eine Frage natürlich vorweg, was die meisten Sportfans interessieren wird. Wie geht es dir gesundheitlich? Also wie läuft es körperlich mit der Regeneration los, der gestern wieder an Einsatz kommt bei den Amateuren? Und du hast doch jedes Dreiviertelspiel eigentlich spielen können, auch mit Torerfolg. Also bist du doch schmerzfrei, also kann man bald wieder mit dir rechnen. Ja, mir geht's sehr gut, danke der Nachfrage. Ich habe jetzt 2 Wochen jetzt in der Mannschaft trainiert vorgestern. Gestern habe ich kein Spiel gehabt mit den Amateuren, 65 Minuten spielen können. Ohne Schmerzen, das war das Wichtigste für den Ganzen, das war der Grund, warum wir zum Spielen kommen. Und indem man sieht, wie es ausschaut, wie ist der Zustand. Es passt alles, es ist auch alles sehr gut verlaufen, die ganze Reha. Und ich bin froh, dass es verlaufen ist. Wir haben jetzt 1,5 Wochen Training und in der Vorbereitung stehen wir ganz normal, so dass in der Mannschaft sein und bin dann spielbereit. Ja. Okay, also das heißt, könnte es theoretisch sein, dass man die Working Tapet wird vielleicht ein bisschen knapper, aber dass man die gegen die Admira vielleicht sogar im Kader schon sieht? Es wäre möglich, sage ich jetzt einmal, aber ja, es ist ja nicht so gesprochen, dass es nicht sein sollte. Ich weiß nie, was passiert. Das war ganz klar, genau. Also es wäre eigentlich nicht geplant, aber das war was im Fußball nie, was passiert. Wie gesagt, Verletzungen, Krankheitsfälle, dass immer wieder sein kann, dass vielleicht auch nochmal im Kader dabei bist, aber es sollte eigentlich nicht geplant sein. Okay, also das heißt quasi, wenn Not am Mann wäre, wenn jetzt kurzfristig die Karte ausfällt, dass man sagt, okay, dann ist es normal. Okay, aber von Haus aus ist es eher so in Richtung zu früher wahrscheinlich so das Ziel, dass du da wirklich bei 100% bist, dass die Vorbereitung mitmachen kannst, ne? Und dass du dann das mal wieder durchstartest. Ne? Weil ich nehme mal auch der Anspruch für da sein bei dir, eher wieder einen Stammplatz zu erkämpfen, ne? Und dann der Mannschaft dementsprechend dort dann auch wieder zu helfen. Richtig. Okay, aber vielleicht zu dir selber, weil die meisten Sturmfans eigentlich wissen, die jeder kennen, aber bin ich mir sicher, du trotzdem nicht jeder. Du bist ja relativ schon viel rumgekommen. Also du hast ja, ich vor meinem Konzert der ein bisschen durchgeschaut, normal, weil ich auch alle Feinde von dir nicht mehr im Kopf gehabt habe. Du bist ja also unter den Städten mal, dann so, ja, da bist du gestartet, ja. Da bist du eh schon in UV gekommen, Sturmjugend etc. Ja, dann warst du ja Torschützenkönig. In der Saison 2011. Also ich bin 2010 im Meistertitel weg, ja. Aber 2012 bin ich weg. Die Kapsik, du warst nämlich noch da. Da war ich noch da, 2010 bin ich weg, genau, 2010, 2011, dann ist Sturm Meister geworden. Und dieses Jahr drauf bin ich dann Meister mit Salzburg geworden. Genau, mit Stefan Mayerhofer zusammen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. 14 Tore, ne? Man war eh verhältnismäßig für die Liga nur wenig, ja, aber dafür, dass du jetzt da eigentlich jetzt gelernter Schwimmer bist, in dem Sinn, muss man schon sagen. Ja, das ist dann schon gegangen. Nach Salzburg warst du dann, glaube ich, warst du nach Rostock die nächsten Station. Also so eine Rostock, ich muss sagen, also damals auch zum einen natürlich der Wechsel von Sturm zu Salzburg, natürlich für mich als Erzschwarzer überhaupt nicht nachzuvollziehen, dass irgendeiner von Sturm weggeht, aus sage ich mal, wirtschaftlicher und sportlicher Perspektive verstehe ich es. Also wenn man es jetzt halbwegs neutral betrachtet, ist klar. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ne? Wie kann man von Sturm weggehen? Ja, ich meine, es war, wenn man da jetzt mit dem Zug zurückschaut, war es so, dass ich auch andere Angebote aus dem Ausland hatte. Es ist aber so geworden, dass ich Salzburg sehr lange bemüht habe und sehr intensiv und mich bemüht habe. Und ich eigentlich als Spieler für mich das so gesehen habe, dass ich sage, okay, ich glaube, das oder für meinen weiteren Karriereschritt oder für meinen weiteren Karrieresprung sollte das der richtige Weg sein. Und ich bin auch in der Hinsicht jetzt, wenn ich jetzt so zuschaue, im Endeffekt froh, weil ich 2 Jahre bei Salzburg sehr viel international oder national Erfolge feiern habe können. Und ich war immer so ein Spieler, der gesagt hat, okay, ich möchte einmal in Österreich dann auch wirklich das schaffen, dass ich Meister werde, dass ich international spiele, dass ich vielleicht auch so wie damals da sitzen könnte, besser Spieler war, dass ich so einmal was bin. Und das war eigentlich der Ding, wo ich gesagt habe, okay, ich kann mich glaube in der Hinsicht jetzt noch da weiterentwickeln und dann den nächsten Schritt ins Ausland machen. Und das war eigentlich für die sportliche Perspektive eigentlich der Schritt, wo ich glaube, der bringt mich weiter. Und wie gesagt, im Nachhinein muss ich sagen, bin ich mit dem wirklich gut gefahren, weil ich 2 Jahre bei Salzburg wirklich sehr erfolgreich unterwegs war, sehr erfolgreich gespielt habe und deswegen glaube ich, dass in der Hinsicht der richtige Schritt war. Ich muss dazu sagen, natürlich habe ich bei Sturm am meisten zu verdanken in meiner ganzen Karriere. Da bin ich groß geworden,
war immer ein Ziel, dass ich da einmal spiele. Von klein auf, von klein auf Grund, wenn dann das erste Spiel. Da ist doch das Herz dabei. Richtig, also das ist dann, wo ich aber gleich als klarer Vorteil habe, ich habe fünf Stunden in der ersten Mannschaft spielen, das habe ich erreicht. Ich habe sogar 2010 einen super Titel gewonnen, der für mich persönlich jetzt von den fünf Titeln entschieden hat. Für mich eigentlich der schönste Titel war, weil es einfach lange Zeit bei Sturm keinen Titel gegeben hat, wie es dann abgelaufen ist, was dort los war. Mit dem Verein, wo du groß geworden bist, wo es der Herzensverein ist, ist das der Titel, mein erster Titel, an dem ich in Erinnerung bleibe. Also das Kampffinale 2010, ne? Ich war jetzt super, ich habe das auch oft gesagt zum Beispiel. Jetzt, indem wir das Cup-Halbfinale jetzt gewonnen haben gegen Rapid, die Spieler wissen gar nicht, was sie nicht geschafft haben, was sie jetzt realisiert haben. Und das wird dann erst kommen, wenn du dann siehst, was beim Finale los sein wird. Und ich habe schon mal miterleben dürfen, die ganze Euphorie, so wie es ja jetzt auch war wieder. Und trotzdem ist es halt der erste Titel gewesen und deswegen halt, glaube ich, für mich persönlich mit Abstand das Schönste eigentlich, was ich bis jetzt eigentlich erlebt habe. Ja, weil ich glaube, der Augenblick zu Salzburg. Ja, aber ich schätze mal, mit Sturm an die Tore ist dann schon was ganz anderes. Es ist klar, also wenn man, ich sage jetzt bei Salzburg, ist es eine gewisse Selbstverständlichkeit. Das wird ja erwartet. Genau, das wird ja ganz anders erlebt. Gelebt wird, sage ich mal, so wie es jetzt da bei uns ist. Bei uns, man merkt einfach, okay, das ist ein anderes Grab, Halbfinale, was da für Stimmung war, dann mit der Verlängerung, dann das Finale, das ist halt ganz anders. Das ist dann schon einmal. Wir waren ja auch alle fertig, ne, auf der Tribüne. Das ist dann schon einmal ganz anders gewesen mit dem Verein. Ja. Naja, alle, glaube ich, der Verein, jetzt nicht nur Spieler, Angestellte, sondern auch für die Fans, ist immer was Besonderes. Ist. Das ist halt wirklich auch so, der Funk geht dann auch ein bisschen auf die Mannschaft. Also ich glaube, dass das dann halt auch so ein Spiel wie Salzburg, meine, natürlich war Salzburg Favorit, weil es einfach eine super Saison gespielt hat, die Qualität haben, aber in einem Spiel als Linke gewesen, dass der ganze Verein, die Fans und alle auch dazu beigetragen, dass wir den Titel auch richtig gewonnen haben. Ja. Also ich muss sagen, stimmungstechnisch, ne, also wie gesagt, auf der Tribüne oben, weil wir haben noch nicht, also ich vorher zu ihrer noch so geschreckt nicht, weil die große Uhr oben, ja, die wackelt dann immer ordentlich, dass du Angst hast, dass sie jede Minute vielleicht runterfällt. Ja. Aber da sage ich auch, auch von der Stimmung, immer, wenn man sich das verhält, das ist, wie viele Sturmfans das waren, wie viele Salzburger dann waren, ne. Das ist dann fantechnisch schon eine andere Welt. Ne. Absolut, das ist ja auch das, was ich dann nach Sturm ausmacht. Das ist ja manchmal, weil das Leben noch so wie. Ich nehme das Beispiel immer gerne her mit dem Halbfinale in Rapid, also in der Verlängerung. Ich glaube, das war da wirklich das Einzel war, der Prozentsatz, der uns da weitergebracht hat. Das Spiel war ein super Spiel von beiden Mannschaften, finde ich wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Aber eben genau der Flug, wenn wir da durchgekommen sind, so das gewinnen wir. Vielleicht wäre es in Wien in der Ansicht vielleicht ein bisschen anders gewesen. Das so mitgenommen hätte im Stadion. Ja, das ist viel mit der Leute nochmal den nächsten Prozent außer 14. War das für mich dann, und da habe ich gesagt, das war eine absolute Werbung für das deutsche Fußball. Das sind jetzt in Sachen Stimmung top früh und jeder Spieler lebt für sich Stimmung. Und deswegen war das, glaube ich, gerade das Halbfinale auch sehr, sehr, sehr besonders. Ja, also da ein Spiel so von der emotionalen Ebene, dass du überhaupt einmal Halbfinale gegen Kapitän mal spielst und dann gewinnst du auch noch. Das ist voll so. Rechnet unterm Strich, ich meine, man hat sich schon die Chance ausgerechnet, ja. Aber unterm Strich meistens ist es so, dass genau bei solchen Partien, wenn es dann nur gerade so der Tick fällt, dass dann wirklich eben da an die Spitze, sag ich mal, raufkommst, ob es jetzt ein Cup-Finale oder eine Liga ist, dann fällt halt immer unterm Strich das Eins dann oft. Ja, und das war so wirklich richtig, so. Richtig, das haben wir also in den beiden Spielen sehr gut gemacht. Da muss man, wir waren sehr gut eingestellt, haben auch wirklich zu dem Zeitpunkt gute Leistungen gezeigt, was entscheidend ist. Im Halbfinale, im Finale geht es dann halt auch wirklich, dass du dann da bist. Und das ist uns gelungen und deswegen haben wir das Halbfinale gewonnen, glaube ich, und auch das Finale. Also selten, glaube ich, dass eine Mannschaft Salzburg so gespielt hat, wie es mir im Finale gemacht hat. Also da haben man hätte es ja regulär eigentlich wieder so müssen. Da kann man nichts sagen. Also da war ein Sturm mit dieser Mannschaft und hat das Finale gewonnen. Also das jedem, mit dem du da sprichst, wo ich glaube, dass das ein Salzburg-Fan war oder ein anderer Fan, der hat das nicht gesehen. Das ist ja nämlich das Entscheidende. Ja, eben. Also man sieht da eben mit Wille, mit Leidenschaft, ist natürlich viel machbar. Und gerade bei so Partien, wo es dann vielleicht dann knapp ist, weil es ist ja Long und Rutsch. Und ich muss auch sagen, wir waren so mit Gefühlsfrage, okay, wenn es Long ist, dann haben noch 90 Minuten ein paar, da hoffentlich brechen sie nicht ein oder irgendwas. Und dann die Salzburg in Long oder drinnen, dann haben wir einen Treffer und so geholt von der Bank, was sie noch einwechseln können. Aber naja, der Titel ist nach Graz gekommen. Das war's dann also so, gell? Vielleicht genau auch so eine Streitfrage unter den
Fans, was du vielleicht ein bisschen aufklären kannst, also weil es wieder oft diskutiert wird, so Franco Foda hat ja die Saison mit Schweden begonnen, Franco Foda hat es ja beendet quasi, hat dann auch den Cup-Titel und den zweiten Platz mit Stunde eingefahren. Also vom Anteil her, wenn man das irgendwie so wie man beziffern könnte, was würdest du da sagen? Also wie viel Foda war da beim Cup-Sieg dabei und wie viel Foda? Ja, für mich war es schwierig, weil ich erst im Frühjahr gesagt habe, ich bin direkt in den Franco, weil ich war mein erster Trainer bei den Profis. Ich bin aber erst im Frühjahr dazugestoßen zum Heiko Vorgegangen. Das jetzt irgendwie in Prozente zu beziffern, ist glaube ich ziemlich schwer. Aber ich denke, dass beide Trainer in Anfang noch gehabt haben, ist eh klar. Beide haben Cup-Spiele gewonnen. Beide sind weiter also in die nächste Runde immer eingezogen. Das heißt, sie sind beide an den anderen an diesem Weg, glaube ich. Trotzdem, wie ich schon vorher gesagt habe, waren die zwei Spiele jetzt gerade das Halbfinale und das Finale, wie du gesagt hast, das sind Spiele, wo einfach sehr viel zusammenpassen muss. Und ich glaube, dass wir als Mannschaft sehr gut eingestellt waren. Das System sehr gut funktioniert hat, so wie wir gespielt haben. Gerade jetzt gegen die zwei Gegner. Und deswegen ist es sicherlich so, dass der Heiko Vogel sicherlich auch da einen großen Anteil hat an den Titel. Also da, wie gesagt, also das jetzt irgendwie im Prozent ist ein schwierig. Aber im Endeffekt sind die zwei Spiele, wo du sagst, okay, du spielst gegen AB, gegen Salzburg, die eigentlich jetzt so wie in Österreich natürlich die Top-Mannschaften sind, ist es natürlich dann schon einmal aus richtig. Aber das soll ja nicht heißen, dass wir das mit dem Franco nicht geschafft hätten. Also, wie gesagt, das ist schwer zu beziffern, aber ich denke, dass beide einen großen Anteil haben, aber eben die zwei Spiele dann halt auch die entscheidenden Spiele sind, eh klar, das ist im Halbfinale und Finale. Die haben unter Michael Vogel gestellt. Wobei ich persönlich wahrscheinlich sowieso sage, in erster Linie wäre das jetzt wurscht gewesen, wenn er auf der Bank gewesen wäre. Aber man hat einfach gesehen, die Mannschaft, das passt einfach in dem Moment. Das war auch als Bio, das hast du auch als Fan so gemerkt. Weil so gut harmoniert hat halt schon lange keine Sturmmannschaft mehr. Also das hat man gemerkt und da sieht man halt, was möglich ist. Natürlich muss man, also wenn wir jetzt ein bisschen weiterspringen, dann die Highway-Saison hernehmen, die ja bis jetzt größtenteils noch nicht so ganz erfreulich gelaufen ist. Also der Ligastart, der war ja noch okay, die ersten zwei Partien, also in der Hardback da haben und Innsbruck raus und so weiter oben hat. Aber dann waren halt gerade einmal die Lana Cup-Partien, ne? Beispielsweise, wo es ja, wo glaube ich keiner zufrieden war, gerade das Rückspiel, wo man sich dann gefühlt, glaube ich, auch schon aufgeben hat dann während der Partie. Ne? Und halt, ja, dann gut, die nächste, also ich sage mal vorher noch Ajax gehabt. Ja, wo man halt immer gut gegen Ajax, muss man sagen, die haben jetzt auch gegen Bayern ein unentschieden geholt gehabt, ne, in der Champions League. Also man hat natürlich schon auch starke Gegner gehabt, aber ich sage mal, ja, irgendwo hat es dann einfach auch nicht mehr gepasst. Ne? Also deswegen dann auch, ja, jetzt hat dann der Trainerwechsel, was jetzt, wenn man die Statistik anschaut, irgendwo auch logisch ist. Wobei ich persönlich jetzt nicht das Gefühl gehabt habe, dass der Heiko Vogel nicht alles probiert, weil die letzten zwei Partien unter ihm waren ja auch schon sehr gut spielerisch noch. Aber ja, jetzt ist eben Robert Medich da. Was würdest du sagen? Was war vielleicht, das ist natürlich schwer zu sagen, aber was war vielleicht so die Förder, die man gehabt hat? Hat man den Spielern vielleicht ein bisschen zu leicht gemacht, dass sie im Sommer alle wechseln oder die Geschichte mit einer Lahr beispielsweise? Ja, dann, das ist auch für mich jetzt ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich eigentlich jetzt nie dabei war oder nicht weiß, was halt wirklich da besprochen worden ist, was da abgelaufen ist. Also das ist ja Sache des Vereins oder von der Verantwortlichen und des Spielers. Also da bin ich eher nicht mit einem Begriff und da weiß ich eher nichts davon. Also das ist schwierig zu beantworten, wie was sein hätte können oder wie was besser oder wie hätte man Spieler halten können oder wie nicht. Also da kann ich schwer was dazu sagen. Ich als Spieler befasse mich mit dem nicht. Also ich muss mich als Spieler dann mit dem befassen oder mit den Spielern befassen, die dann wirklich da sind. Also die Spieler, die dann da sind, die dann weiter zukommen, dass die nicht gehst, dass die Spieler, die letztes Jahr da waren, das haben wir dann zusammenhalten, die sagen, okay, schau, das und das ist da, das und das ist da, so läuft das ab in Stimmung. Also quasi, dass du dann auch, Entschuldigung, dass ich das Wort habe, aber dass du dann quasi auch im Reihen halt so gegen das, du dich ein bisschen einbaust, weil richtig, du den Verein schon besser kennst und dann von dir reden, genau, ich rede dann nicht über einen Spieler, der letztes Jahr da war. Das was hilft mir ja nichts. Du weißt, das ist der Weg, das ist normal. Also mir hilft es ja nichts, wenn ich sage, okay, dann denke ich, hat zu viel Tor geschossen, der ist halt jetzt nicht mehr da. So, das heißt, dann muss ich ja mit einem Pinke, mit einem Hosi zum Beispiel mehr das Gespräch suchen oder halt schauen, dass man die halt so einbinden. Das heißt, in die Vergangenheit zu schauen, in der Hinsicht ist dann immer blöd, sage ich. Das heißt, du musst das trainen, aber wir Spieler müssen dann so arbeiten, wie wir jetzt aufgestellt sind. Und da versuchst du das Beste rauszuholen. Dass es jetzt nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben, ist auch klar. Das hat auch jeder gesehen. Trotzdem glaube ich, dass die Mannschaft die nötige Qualität hat, um Spiele zu gewinnen, um auch das zu erreichen, was wir erreichen wollen. Das ist jetzt und dann einmal
die erste Sache, dass du dann einmal drüber bist und unter die ersten sechs bist, das ist immer ganz wichtig. Und dann muss ich bei Evis weitergehen. Aber ich denke, dass wir gerade jetzt in den letzten zwei Wochen wieder zwei sehr, sehr wichtige Siege gefeiert haben. Das auch sehr wichtig ist, jetzt nicht nur sportlich eh gerade, und das auch für die Mannschaft. Okay, das passiert, es genau, geht ja das geht. Ja, das, ja. Man kann erfolgreich sein, hebt natürlich auch die Stimmung, hebt bei jedem Spieler die Stimmung, hebt die Stimmung im Stadion, hebt die Stimmung im Verein. Das wird alles wieder ein positiver. Wobei man auch immer noch Sachen, einige Sachen gibt, die man verbessern kann. Aber ich denke, dass eben jetzt zu diesem Zeitpunkt wichtig ist, dass man Punkte erinnert. Das alles andere ist jetzt im Endeffekt nicht das Entscheidende, sondern man muss schauen, dass man die Punkte macht und dass man dass dann man mal unter die ersten sechs kommt, dann darum kann man sich ja auf andere Sachen spielerische Geschichten verlagern. Also das kommt dann dazu, glaube ich, da haben wir nicht so eine Zeitung da. Versucht das klar aber vorzugeben, was wir sehen will. Aber ich denke dann, wenn man dann einmal ins Trainingslager geht, in die Vorbereitung geht, dann hat man dann auch intensiver und genauer an die Sachen arbeiten kann. Was würdest du so, also generell so den Unterschied so zwischen der Schwingidee vielleicht von Heiko Vogel und Roman Mehlig jetzt sagen, also in der Kürze der Zeit, wo der Roman Mehlig jetzt da ist, wo so die gröbsten Unterschiede sind für dich persönlich? Auch noch schwer zum sagen, also weil es ja auch jetzt sehr kurz ist und nicht immer jetzt ein kurzes, großes Urteil bin. Das Einzige, was man sicherlich sehen kann, ist, dass der Roman Mehlig sehr engagiert ist am Trainingsplatz. Gibt eine klare Linie vor, war ja ein Spieler auch, glaube ich, so ein Typ, der alles für den Verein gegeben hat, 90 Minuten immer Gas genommen hat. Keine Kampfsache. Richtig, der alles dafür gegeben hat, erfolgreich zu sein. Gelaufen ist, wie wild kämpft hat, wie wild. Also deswegen, und das lebt er auch so vor. Und ich glaube, dass auch das ein entscheidender Punkt ist, warum wir die zwei Partien jetzt zum Beispiel gewonnen haben. Die waren vielleicht nicht spielerisch, nicht hochklassig, aber das ist zweitrangig. Wenn du wirklich dann so parat warst, wie wir jetzt parat waren, aggressiv spielst, kompakt spielst, jeder funktioniert, jeder hilft dem anderen, dann gewinnst du auch die Spieler, die wir jetzt gewonnen haben. Und das war, glaube ich, auch der richtige Ansatz, dass du sagst, okay, vielleicht haben wir die Grundtugenden, dass die immer aufarbeitet und dass da jeder am Stand zieht. Und deswegen war das jetzt, glaube ich, in den zwei Wochen ein deutlicher Sieg da, dass man da wirklich einen guten Schritt macht. Ich persönlich finde beim Robert Mehlig, also ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es halt ein relativ junger, unerfahrener Trainer ist im Vergleich der Bundesliga, der trainiert hat. Ich muss aber so sagen, also im Moment habe ich das Gefühl, das Rezept auch, was er probiert, also bei mir zu sehen, das passt. Weil die Defensive ist schon einfach kompakter, das ist allein schon massiv, wenn man jetzt zweimal zum Null gespielt hat. Ja. Und gerade jetzt gegen BAC, das finde ich, war von Anfang bis Ende eigentlich souverän. Also man hat offensiv eben kontrolliert, angegriffen, aber trotzdem noch vorn gespielt und hat hinten aber kaum was zugelassen. Ja, und da glaube ich auch, damit kann das auch funktionieren. Und ich denke auch, dass es für das Spielermaterial und schon im Moment hat, nehme ich an, einfach das Passendere halt da ist, dass man sich mehr auf die Basics konzentriert und halt dann einfach schaut, dass man die Ergebnisse einfährt. Wo jetzt, klar, das muss man nichts mit Spielerwäsche, wir haben das als Top-Spieler, die Gegner, die waren gespielt und trotzdem nur einen Punkt am Schluss. Ja. Ja. Vielleicht noch so ein bisschen so der Ausblick auf die kommenden Aufgaben. Rapid steht ja an, das ist ja sowieso eins der Saison-Highlights immer auswärts. Ne? Da gehen wir natürlich davon aus, dass wir da gewinnen oder zumindest, sag ich einmal, eine Unentschieden holen. Ne? Auch wenn gut Abend die Kräder jetzt einmal wieder gewonnen haben in der Liga. Aber ich glaube, würdest du das auch 6-Punkte-Spiel beziffern? 6-Punkte-Spiel. Ich glaube, wir haben schon oft in Wien jetzt gespielt mit Sturm und wir haben immer eine gute Figur abgeliefert. Also ich kann mich schwer erinnern, dass wir einmal irgendwie dann wirklich deutlich unterlegen, sondern wir haben eigentlich immer gute Spiele abgeliefert. Ich denke aber jetzt, dass am Sonntag ein sehr interessantes Spiel wird. Natürlich auch sehr interessant jetzt in so einer Tabellensituation. Aber ich glaube, wenn wir das in die Vergangenheit lernen, dass wirklich die Spiele Sturm Rapid oder Rapid Sturm und ein sehr gutes Spiel. Das ist ja entscheidend, dass man auch halt ein gutes Fußballspiel sieht. Und dann werden halt auch wieder kleine Nuancen, dass das Spiel entscheidend, denke ich. Also, je nachdem, wie dann halt auch die Verfassung ist und der Mannschaft, wie die Tagesverfassung ist, und dann werden wir sehen. Aber ich denke, wenn wir so auftreten wie jetzt die letzten zwei Wochen, die zwei letzten Spieltage, eben mit der Aggressivität, mit dem Punch, mit dem Willen, dann haben wir dort auch gute Chancen, in das Spiel gewinnen. Also bin ich absolut Überzeugung. Es wäre natürlich dann schon wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Da geht es ja auch schnell in Richtung Euphorie. Ja, dann wie gesagt, du bist dann in der Tabellensituation, der ist ja eigentlich dein Opa-Rapid, und dann kannst du schon mal ein bisschen Applaus dazu und zum Rapid haben. Dann hast du ein Spiel gegen Admira daheim, wo es jetzt auch wieder gar noch gewinnen kannst, dann ist es bis jetzt eigentlich in den letzten 4-5 Spielen dann schon mal gut vorne. Das ist dann auch, wo du sagst, okay, dann kannst du mal in Urlaub gehen und dann greifst du im Frühjahr nochmal früher. Ja, das ist halt der ganz große Druck einmal weg, dass man sagt, hast du immer, wann gewinnst du wieder, das war ja sicher vielleicht dann auch nicht richtig. Richtig, ist ja jetzt so, dass es jetzt entscheidend ist, ob du es wirklich schaffst, dass man das in den ersten 6 bist oder nicht. Aber es ist ein sehr wichtiges, regelverhältendes Spiel, glaube ich.
Und wie gesagt, wenn man da war, das umsetzen kann, wenn man die letzten zwei Spiele umsetzen kann, bin ich da zuversichtlich, dass man da was holen. Sehr gut. Vielleicht noch eine abschließende Frage, also in Richtung Frühjahr bezogen. Der Frühjahrstart ist ja traditionell nicht immer der allerbeste in Graz. Also bei aber uns. Ich meine, Mattersburg-Spiel. Ja, das ist auch, haben wir auch schon gesagt. Also, wir waren ja letztes Jahr draußen in Mattersburg, das erste Spiel saukalt. Ja, solche, ich meine, ab und zu, das sogar saukig, ist ja klar, das kommt vor, das ist bei allen. Die Salzburger spielen auch ihre ganzen Partien nicht souverän. Ne? Aber was kann man deiner Ansicht nach einfach da wirklich machen? Also, ich glaube, reicht einfach der positive Spirit, wenn man jetzt die Herbstrunde, sage ich mal, positiv beendet, dass man dann wirklich, also wie bringt man einfach die PS dann noch aufs Feld im ersten Frühjahrsspiel, dass man wirklich über Mattersburg überspitzt gesagt drüber fahren kann? Ja, es ist also, ich glaube schon, dass ich jetzt auch, wenn wir jetzt da jetzt in die nahe Zukunft schauen, da bildet er mehr, was natürlich auch wichtig ist, dass da vielleicht gute Ergebnisse erzielt, weil wir wissen auch ganz genau, was dann im Frühjahr ansteht. Denn im Frühjahr hast du dann halt Spiele, die, wenn du sagst, du spielst Lars, du spielst die Austria, du spielst Salzburg, du spielst Mattersburg, das sind halt schon mal anders, andere Kaliber dann. Das ist dann im Frühjahr. Wenn man so kann, ist natürlich Wetter bei den Damen ein bisschen eine schweißige Zeit, dann sind die Plätze nicht immer sehr gut. Was natürlich dann einmal so ist, genauso wie bei mir, macht es gut zugute, und die jetzt eigentlich im ja, Kampf kommen. Genau, im Kampf kommen. So, aber ich denke, wenn wir jetzt, wenn wir da jetzt noch zwei sehr gute Spiele abliefern und die Mannschaft dann in den Urlaub geht, das war eine turbulente Zeit. Also, da kann man nicht leugnen, das war eine harte Zeit für gewisse Spieler oder für viele Spieler, weil es halt nach dem Erfolg letztes Jahr jetzt ein bisschen schlechter gelaufen ist. Aber wenn man dann auch, ich glaube, alle voll motiviert zurückkommen, da werden wir alle voll motiviert zurückkommen. Eine gute Vorbereitung machen, jeden Abend, so wie ich noch einen Trainer habe, den ich jetzt kennengelernt habe, wie das eigentlich die Ziele vorbereiten. Aber das passt, das sollte ja so sein, wie das die Vorbereitung da. Und dass wir dann auch ein gutes Trainingslager haben werden, bin ich mir sicher. Und dass wir dann halt hoffentlich gut ins Frühjahr starten, gut vorbereitet sind, guten körperlichen Zustand haben und dass wir dann auch am Abendstag ein gutes Ergebnis haben. Was glaubst du, ist bei der Saison noch drin? Also der Bänenstand ist natürlich immer schwer zum Sagen. Ja, aber es ist durch das neue System, glaube ich, ist dann sehr vieles noch drin. Also, wenn es unter die ersten sechs ist, kann vieles passieren. Ja, dann wird es halbiert. Wird halbiert, also dann ist der Dings, also ich sage jetzt einmal, ganz oben wird sich nicht viel ändern. Also, ja, ich sage mal, die Salzburger, da könnte man sagen, sind weg. Lässt du da schon ein bisschen vorstellen? Ja, aber eben, du kannst, wenn du dann halbwegs punktest oder einmal eine Serie startest und wenn du dann sechs Mannschaften hast, kann es dann relativ schnell ergehen, dass dann halt einmal vom sechsten einmal dann auf dem dritten Platz kommt. Oder wenn es alles super läuft, dann auch einmal mit Zeit was. Also deswegen sage ich, es ist dann, wenn es im Frühjahr ordentlich war, wenn es das geschafft hat, das Ziel, um in die ersten sechs zu kommen, ist glaube ich auch einiges drin. Also von dem her, würde da jetzt nichts abschneiden, aber du kannst auch nicht jetzt irgendwie was anbeinen oder Dings. Also ich glaube, da unser Trainer ja, klar, das eigentlich, unser Trainer macht das auch sehr gut, sondern der erwähnt es immer wieder, wir schauen Spiel zu Spiel. Ja, in der jetzigen Situation hilft mir auch nichts, dass ich sage, was ist im Frühjahr? Ja, ist ja eher entschieden. Bei uns ist jetzt entscheidend, was passiert Rapid. So, wenn ich Rapid gespielt habe, dann kann ich mir nachdenken, okay, was habe ich gut gemacht, ich analysiere das und was nächstes Spiel hat mehr. Das ist jetzt entscheidend. Ich kann nicht immer weitergehen, weil kann so viel passieren. In die Richtung. Es kann viel Negatives passieren, es kann viel Positives passieren. Deswegen ist, glaube ich, jetzt wirklich entscheidend, dass wir uns da immer schauen, wie die nächsten Spiele laufen, wie wir uns da weiterentwickeln und dann in den Urlaub gehen und dann weiter schauen. Das wird schon wieder. Also ich sage einmal, ich glaube jetzt trotzdem, also nichtsdestotrotz, obwohl ich die Saison eben bis jetzt ein bisschen zart war. Also ich glaube, also Top 4 mit ein bisschen Spielglück und die Jahre. Und wenn es dann passt in der Mannschaft, dann wie gesagt vielleicht auch mit der anderen und Verstärkung. Ja. Dann schauen, das machen wir dann eh auch noch eine. Nur glaube ich, kann das dann auf die Jahre. Ja. Und so wie ich sage früher, ne, erstes Spiel, wir haben schon aufstellen, Doppelpack gegen Mattersburg und dann. Dann wird das schon hier haben. Das können wir uns wünschen. Ne? Hey, ja, passt. Von dem her, ja, haben wir es ein bisschen in die Länge gezogen. Ich hoffe, du bist noch ja, Best deswegen. Gell? Das passt genau. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Gell? Und ja, vielleicht wiederholen wir das irgendwann einmal, wenn es einfach passt. Einfach mehr. Okay, passt. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz.TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.